Ich möchte euch recht herzlich zu meinem Vortrag begrüßen. Wie ihr seht am Bild, Smart Home. Bei mir handelt es sich um den zweiten Teil. Letztes Jahr habe ich auch mein Smart Home System ganz neu präsentiert mit dem System Homematic und werde daher für die, die letztes Jahr nicht anwesend waren, einen kurzen Rückblick geben, was ich letztes Jahr vorgestellt habe. Dann möchte ich darauf eingehen, wie hat sich im Laufe des Jahres mein System weiterentwickelt, wie schaut es aus mit zukünftigen Planungen und ein Endresümee, wie ich bis jetzt mit meiner Lösung zufrieden bin. Also, Grazer Linux-Tage letztes Jahr. Ich habe das System, also ich setze auf das System Homematic. Im ersten Augenblick schaut es aus, als wäre dies jetzt ein proprietäres System und hat eigentlich nichts auf den Linux-Tagen zu tun. Ich habe mich für dieses Produkt aber entschieden, da die Aktoren und das System selber möglich ist, auf ein Raspberry Pi zu portieren und mit dem Raspberry Pi die ganzen Routinen anzustoßen. Also letztes Jahr war oder bin noch immer voller Begeisterung von meinem Smart Home System. Mir sind ganz viele Ideen gekommen, wie kann ich jetzt meine Prozesse in meinem Haus vereinfachen, automatisieren, wo muss ich dann weniger einen Schalter betätigen. Ich habe immer dumm probiert, was in meinem zeitlichen Ausmaß möglich war. Für mich hat das System funktioniert. Letztes Jahr habe ich eben vorgestellt, aus Sicherheitsgründen stelle ich mein Smart Home nicht die Möglichkeit, Zugriff aufs Internet direkt zu haben. Ich habe einen zusätzlichen Raspberry Pi, der im Internet hängt und der hat einen Mail-Server installiert und ich schicke quasi über meine Befehle per E-Mail an den Raspberry Pi und der Raspberry Pi sagt dann meiner Zentrale, was soll sie tun. Letztes Jahr war das mein großes Thema. Ich bin in der Firma, bin nach Hause gekommen und hätte es gern, dass meine Wohnung warm ist. Schicke ich eine Nachricht weg, bitte schalte Heizung ein und mein System schaltet rechtzeitig die Heizung ein oder tut eben die Räume auf eine gewisse Temperatur hinaufheizen, sodass wenn ich zu Hause bin, es schön warm habe. Ja. Letztes Jahr habe ich auch Anmerkungen bekommen, ich habe zu wenig gebracht, was eigentlich Homematic ist. Also hier zu sehen ist die Homematic-Zentrale. Das ist ein kleines weißes Kastel, was ja der teure Teil von der ganzen Sache ist. Hier ist die ganze Intelligenz verspeichert, wo man dann zugreifen kann und selber Programme entwerfen kann. Und wohin sich auch diverse Aktoren, Sensoren verbinden müssen. Die Oberfläche über einen Webbrowser kann ich auf diese Zentrale zugreifen. Ich habe eine einfache GUI. Ich habe die Möglichkeit, Statusmeldungen mir anzuzeigen oder Alarmmeldungen, falls diese konfiguriert habe. Ich habe dann die Punkte, andere Statusbedienungen von Aktoren mir anzeigen zu lassen, Programme selber zu erstellen und ich habe dann eben hier ein paar Programme definiert. Man sieht, ich bin sehr stromlastig unterwegs, also es geht bei mir immer um ich habe ein E-Bike, das will ich immer über Nacht aufladen, aber ich will nicht, dass es die ganze Nacht geladen wird. Teilweise Paranoia wegen Explosionsgefahr oder dergleichen. Dann habe ich auch Fensteraktoren,
um quasi eine Alarmanlage nachzubauen mit meinem Homatic-System, wo ich eine Meldung bekomme, das Fenster ist offen oder das Fenster ist zu. Ist auch interessant, in Kombination mit der Heizungssteuerung, so habe ich es, seitdem ich dieses System habe, habe ich nicht mehr den Fall, dass wenn ein Fenster offen ist, dass die Heizung unnötig auf volle Power eingeschalten ist. Ja, und hier ist zum Beispiel genauer nochmal das Programm, wie ich mein Fahrrad auflade. Also man sieht, man kann Bedingungen definieren, welcher Aktor einzuschalten ist, und man kann und oder Verknüpfungen erstellen und daraus Logiken ableiten, die eben meinem Anwendungsfall entsprechen. Also in dem Fall, eben, wenn mein Rad angesteckt wird, dann schalte erst nach 6 Stunden die Steckdose wieder ab. Ja, was hat sich getan im Laufe des Jahres? Einerseits hat sich Ernüchterung herausgestellt, weil ich hatte dann teilweise aus beruflichen Gründen nicht so die Möglichkeit, mich sehr in das System hinein zu vertiefen. Ich habe mir auch weniger Erweiterungen noch dazu gekauft, war einerseits wiederum Zeitfrage und auch Kostenfrage. Auf die Kosten komme ich noch zu sprechen. Und es hat mich eigentlich auch interessiert, ich habe ein Smart Home, warum muss ich da jetzt dauernd um und um konfigurieren? Ich will mal sehen, wie ist das, wenn das Ding einfach so vor sich hin läuft, funktioniert das? Und ja, viele Programme habe ich dann auch nicht durchgeführt oder ich habe mich dann doch entschieden, dass ich manuell einen Lichtschalter betätige, um ein Licht einzuschalten, weil ich das jetzt nicht zusätzlich noch konfigurieren wollte. Aber es hat Neuerungen doch gegeben. Hier in Verbindung mit meinem Smartphone. Ich weiß nicht, kennt wer die Android-App Tasker? Nein? Okay. Ist eine sehr nette App, um auf dem Handy Abläufe zu automatisieren. Und in meinem Fall ist der Task gewesen, ich will mein Handy aufladen in der Nacht, aber ich will es wiederum nicht die ganze Nacht durchlaufen lassen und ich will auch nicht, dass das Handy die ganze Zeit eingeschalten ist. Dadurch, und ich kann dann in Tasker, kann ich auch wieder so mit If-Schleifen definieren, wenn die Batterie unter 90% ist, dann schick an mein Smart Home System. Mein Smart Home System bietet auch eben eine API zur Verfügung, wo man über HTTP-Requests Aktoren anstoßen kann oder auch Status abfragen kann. Wenn eben über 90% ist, dann drehe mein Handy ab. Und wenn es unter 90 ist, dann schicke an die Steckdose, schalte ich ein. Und die Steckdose ist so lange eingeschalten, bis der Status von Batterie, was mein Handy aufgrund von Tasker erfährt. Und wenn das 100% ist, dann warte noch eine Zeit ab und dann schicke an die Steckdose, schalte ich ab. Und dann kommt noch an das Handy das Befehl, fahr herunter. Ja, ist für viele eine Kleinigkeit, aber ich finde es nette Sache. Wie? Das ist interessant, weil ich hab's noch erwischt. Ich kann nochmal zurück. Oh, nein, danke. Das könnte interessant sein, weil wir wollen daheim, wir haben so viel Fernsteuerung, danke. Ja. Es gibt auch Alternativen zu Tasker, weil bei Tasker ist vielleicht ein Problem, es funktioniert nur bei gerouteten Geräten, Handys. Okay.
So, Neuerung 2. Ich habe heute am Nachmittag noch einen Vortrag über ein Media Center, das über ein Raspberry Pi betrieben wird. Und hier habe ich auch das Problem, ich will den Raspberry Pi nicht die ganze Zeit laufen haben, habe den auch an einer Steckdose angehängt und kann über mein Handy, über eine App, kann ich dann sagen, ich schalte meinen Raspberry Pi jetzt an, dadurch wird mein Fernseher eingeschalten und ich bin in meinem Media Center drin und kann ja, meine Filme, TV-Programme anschauen. Also das ist eben, ja, das kommt auch in meinem Vortrag vom Media Center vor, das ist eine, das ist jetzt Homematic noch. Das ist eine mobile, also es gibt auch Homematic-Steuerung auf dem Handy, sodass ich unterwegs oder im Haus übers Handy einfach sagen kann, jetzt schalte die Steckdose ein oder ich mag jetzt wissen, wie ist die Temperatur auf meiner Terrasse und muss jetzt nicht zur Terrasse gehen zum Thermometer und dergleichen. Ja, noch was Einfaches, Geschirrspülersteuerung. Ich habe den Geschirrspüler von meinen Eltern übernommen. Der hat auch schon ein paar Jahre auf sich und da gab es noch keine Programmautomatik, dass man sagt, der Geschirrspüler, der soll jetzt laufen von 2 Uhr, bis er fertig ist. Und den habe ich jetzt auch an eine Steckdose gehängt oder kann ihn auch manuell einschalten und dass er abläuft. Ja, also zusammengefasst die Neuerungen, ich habe noch Türsensoren zusätzlich für meine Innentüren mir besorgt. Ja, Geschirrspülersteuerung habe ich schon. Die Türsensoren habe ich zum Beispiel benötigt. In der Nacht, wenn das Geschäft ruft, muss ich durch einen recht dunklen Raum durchgehen. Und hier habe ich eine Steuerung mir überlegt, dass wenn ich eine Tür öffne, dann geht eine LED-Beleuchtung an und für eine gewisse Zeit und wenn ich dann wieder den Raum verlasse, dann schaltet sich die LED-Beleuchtung wieder aus. Könnte ich sicherlich noch verbessern, indem ich direkt mich in meine Hausbeleuchtung hineinhänge, aber das Haus eine etwas veraltete Elektronik hat und ich nicht so sicher bin mit den Strom- und Lichtkreisen, habe ich mich für eine externe LED-Leitung entschieden. Ja, und der dritte Punkt, meine Frühstücksangewohnheiten habe ich auch zum Anlass genommen zu verbessern. Ich schaffe es irgendwie aus Zeitmanagementgründen seit Jahren nicht mehr zu frühstücken. Früh aufstehen hilft leider auch nicht. ich habe für mich entdeckt, dass ich ein wahnsinniger Liebhaber von Eiern bin, daher warum nicht ein weiches Ei in der Früh am Morgen und ich habe mir dann einen Eierkocher besorgt. Dieser Eierkocher ist auch ein recht billiges Gerät ohne Automatik, man steckt ihn an und er läuft und diesen habe ich auch an eine Homematic-Steckdose angeschlossen und so kann ich, wenn ich in die Dusche gehe, kann ich den Eierkocher anwerfen und während ich mich dusche, wird das Ei fertig und ich habe dadurch der Aktor, da handelt es sich um ein neueres Modell, das ist von Homematic IP und dies ist auch das geringere preisliche Modell, also hier habe ich wirklich nur dass ich Geräte einschalte. Bei anderen Steckdosen habe ich auch die Möglichkeit, dass ich Spannungen messe, Stromverbrauch messe. Das war mir in dem Fall egal. Und dieser Aktor ist mir, glaube ich, auf 45 Euro gekommen. Aber es stimmt, es ist ein großer Punkt bei diesen ganzen Smart Home Systemen. Die Aktoren sind wahnsinnig teuer. Genau, das ist ja, das ist auch meine Idee, ja. Und hier habe ich eben dann Geschirrspüler, kann ich aktivieren und
Ja. Ja. Natürlich, Potenzial ist ziemlich groß. Was ich in letzter Zeit auch draufgekommen bin, was mich sehr interessiert, ist Batteriestandsüberwachung. Viele Aktoren haben entweder Knopfbatterien drinnen, die hängen nicht am Stromsystem, oder AA oder A, nur AA-Batterien. Und letztes Jahr habe ich vorgestellt, ich habe meinen Luftbefeuchter aufgrund von Thermostat gesteuert. Also wenn mein Raum unter 50% Luftfeuchtigkeit hat, dann schaltet sich der Luftbefeuchter ein. Und hier hatte ich das Problem vor kurzem, dass dem Thermostat die Batterie ausgefallen ist und jetzt hat das Thermostat mir nicht mehr zurückgegeben, hey, es ist schon 50% Luftfeuchtigkeit erreicht. Komme ich nach Hause und habe ein tropisches Wohnzimmer mit 85% Luftfeuchtigkeit, ja. Und hier fehlt mir noch eine schöne Lösung, wie ich eine Information bekomme, wann geht die Batterie aus. Ja, mehr zu automatisieren geht es immer. Jetzt im Moment ist mir beim Geschirrspüler eingefallen, dass ich ihn jetzt bis jetzt immer nur manuell einschalte. Ich könnte mir da jetzt auch überlegen, eben Programme, schalt dich am Nachmittag ein und führ dein Programm durch. Ja, Urlaubszeiten, Abwesenheiten von Arbeit, da richte ich mich auch wieder an die Heizungssteuerung. Ich mag schauen, dass ich vielleicht Heizkosten reduziere, indem ich die Heizung eben heruntersetze. Und ja, Traum von mir ist auch eben mit diesem System eine Signalanlage, eine Alarmanlage zu entwerfen. Hier ist allerdings der von Homatic angebotene Gong, schlägt sich mit, glaube ich, derzeit 150€, 160€ zu Buche und das ist mir derzeit nicht wert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man da Alternativen finden kann. Und ja, Gedanken von Open Source System, ich würde gern die Zentrale austauschen durch ein Raspberry Pi. Und zu guter Letzt noch meine Lichtsteuerung, wenn ich mich drüber wage, mein Stromnetz und Lichtleitungen näher zu erforschen, diese auch in mein System zu integrieren. Ja, Resümee, sehr interessante Erfahrung, muss ich sagen. Wenn man in ein Haus mit einem Smart Home System lebt, es nimmt einen viel ab. Ich habe auch viel dazugelernt, ich habe auch viel am System erwartet. Ich habe vieles noch nicht gemacht, was ich anfangs vorgehabt habe. Ich habe leider viel Geld ausgegeben. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem System sehr zufrieden und ja, kann es eigentlich empfehlen, weil die Zentrale ist schnell aufgesetzt, es gibt wenig Klicks, die man machen muss und was mir eben auch wichtig war, ist, dass die Zentrale, dass das System abgekoppelt ist und nicht von extern gesteuert werden kann. Hat natürlich den Nachteil, ich habe Usability-Verlust, indem ich nicht jetzt in der Arbeit einfach so in der App auswählen kann, du schaltest die Heizung ein oder den Geschirrspüler. Ich muss bei mir den Umweg über die E-Mail-Aktivierung gehen, aber ja, ist ein bisschen Paranoia, aber ich kann damit leben. Ja, dann bin ich schon am Ende von meinem Vortrag. Ja, falls es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Ja? Wie viel hat dieses Projekt jetzt im Gesamten gekostet? Wie viel das Projekt mich gekostet hat? Ehrlich gesagt, ich habe es mich noch nicht getraut, zusammenzurechnen, aber...
Aber die Zentrale allein ist auf 90 Euro gekommen. Dann muss man sagen, die Steckdosen um die 50 Euro. Und ich habe, glaube ich, 9 Steckdosen im Einsatz. Dann habe ich die fast alle meine Fenster mit Aktoren ausgestattet, wegen der Heizungssteuerung. Die waren auch noch bei 45 Euro. Ein Fenster, zwei Fenster, drei. Waren auch 7 Fenster, glaube ich. Und ja, die Heizungssteuerung, diese Aktoren, die dann das Thermostat verdrehen, die waren, glaube ich, bei 60 Euro und da habe ich, glaube ich, auch 6 Radiatoren. Ja. Also das ist ein Standard. Wie? Schrittmotor. Ja, im Grunde ist es ein Schrittmotor. Ja, nur der Schrittmotor kostet dann neu, ja. Ja. Ja, aber es muss ja die Zentrale muss mit dem kommunizieren können und das muss einen gewissen Funkstandard haben. Ich habe mich eben auch für Homatic entschieden, weil diese Aktoren von Homatic von viele Systeme das auch ansprechen können. Eben auch für den Raspberry Pi gibt es Systeme. Und es gibt noch bei manchen Aktoren die Alternative, es gibt so Selbstbausätze. Die sind in der Regel um 10, 15 Euro günstiger. Nun muss man sich dann die Aktoren zusammenlöten. Stimmt, guter Hinweis. Da habe ich auch von einem Kollegen habe ich diese Anschlüsse aus Metall bekommen. Da kann man wiederum gut sparen. Homatic bietet, also wenn man so einen Aktor kauft, sind schon gewisse Adapter vorhanden, aber meistens den man braucht, müsste man zukaufen. Diese sind auch sehr teuer und diese Adapter aus Alu oder Metall bekommt man recht günstig im Baumarkt. Ja, ich glaube, Sie waren zuerst. Was sagst du zu der Latenzzeit von der Homatic? Mein Bruder hat das System. Ja. Und ich bin etwas überrascht, weil manchmal, wenn man da auf einen Taschendruck stecken wird, also wenn es jetzt direkt verkabelt wäre, dann war es ein bisschen schneller, aber dann verschwindet. Ja, die. Ja, die Frage war jetzt bezüglich der Latenzzeit, wenn man bei sich klickt und bis der Aktor darauf reagiert. Das stimmt, ich glaube aber, ich bin derzeit in einem Ausmaß, wo ich noch nicht so viele Aktoren habe, weil man muss auch bedenken, dass Homatic funkt in einen Frequenzbereich, der eigentlich für Rettungsfunk und so weiter vorgesehen ist. Deswegen ist das System beschränkt, dass es innerhalb einer gewissen Zeit nur eine gewisse Anzahl an Kommandos zulässt. Und von dem her kann es, wenn man ganz viele Aktoren hat, zu Latenzzeiten kommen. Dem kann man wiederum umgehen, wenn man nicht direkt über die Zentrale die Aktoren verknüpft, sondern die Aktoren kann man auch untereinander verknüpfen, dann kann man das umgehen. Aber dann hat man halt das Webinterface nicht. Dann hat man nicht das Webinterface, ja. Ja. Ja, ja. Die, was ich in Verwendung habe, ja, ja. Okay, ja, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken und ja, für weitere Fragen bin ich noch den ganzen Tag hier und Hinweis, am Nachmittag habe ich noch den Vortrag mit dem Raspberry Pi, ein Smart TV-Gerät zu machen und in eigener Sache und für alle Vortragenden. Bitte ich darum, rege teilzunehmen an der Möglichkeit, auch die Vorträge zu bewerten. Das ist für uns auch immer ein gutes Feedback, worauf wir achten sollen.
Und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag bei Linux-Tagen.